im Weitsprung engagiert ist. Auch diese starke klappt und es ist immer Kony, die da gut startet, frei führt. Es ist Geraldine Frey, die gewinnt in 37. Wow! 37 für Geraldine Frey. Sie ist in einer unglaublich guten Verfassung. Gleich hier im Vorlauf eine solche Zeit herausgehauen, kann man hier sagen. Wow! 37. Somit ist sie die Vorlaufschnellste bis jetzt. Natasha Kony mit 7,41, nur 200 Sekunden hinter ihrer persönlichen Bestleistung.